Willkommen zum letzten Tag mit Naturia Runic. Wir spielen gegen Small Boss 3 und gehen diesmal Second. Hey, wenigstens haben wir Runic-Karten gezogen. Das funktioniert. Oh, gegen Tri-Brigade. Ja, jetzt ist die Frage, Tri-Sprite oder... Wir werden es gleich rausfinden. Hoffentlich. Also... Da der so angefangen hat, tippe ich auf, würde ich jetzt fast auf Bird Up. Ja, ja Bird Up. Weil bei Tri-Sprite legst du mit Fraktal sofort Nerval rein, suchst Kit, normalst Kit und wenn du dann Kit weglegst, kannst du noch eine extra Karte reinlegen. Dann hast du am Ende einen Stock mehr im Grave. Ist die Frage, wie viel Combo der jetzt bastelt, weil du kannst das denn? Bird Sanctuary. Ah, dann will der auf den multiplen Bounce gehen. Mhm. Oh, und er hat nicht optimal. Die Crow willst du natürlich nicht aus der Hand specialen, wenn es sich vermeiden lässt. Aber das Gute ist, da wird das wahrscheinlich gleich eine Crow im Friedhof liegen. Also möglicherweise, je nachdem, wie er sich rum was macht. Dann ja, da liegt auf jeden... Nee, ja doch, da liegt so eine im Grave, dass wir auf jeden Fall Magnamut machen können. Weil der baut erst F-Zero und dann Utopic Future. Das heißt, wir müssen gleich A gedrückt halten, dass wir auf die erfolgreiche Summon von F-Zero den Magnamut droppen können. Mhm. Okay. Ja, also der hat... Nicht mal im Ansatz optimal. Das ist basically Heartbreak. Weil der hat jetzt schon genormelt. Der hat seinen Nerval noch nicht draußen. Also, pff. Also wenn Bird Up alles hat und du kannst Bird Up mit... So, Achtung. Ja, ich habe da. Moment. Jetzt. Ja. Weil du kannst Bird Up mit dem Fable-Tuner spielen, der ist gespecialt, wenn du ihn discardest, ne? Mhm. Und dann jagst du den Keras rein, dann kommt er zurück. Und dann kannst du quasi zusätzlich zu dem restlichen Board auch noch einen Harald legen. Was natürlich den gewaltigen Vorteil hat, dass dein Board dann nicht mehr an Droplet stirbt, weil du unter Harald Droplet nicht aktivieren kannst. Okay, aber hier kommt in diesem... Was? Hätte der nicht die Braune zurückholen dürfen? Hätte die dann nicht noch was suchen dürfen? Ja. Also er hat sie schon benutzt, aber ich bin gerade nicht mehr sicher, was er noch hat und was nicht, wenn ich ehrlich bin. Nein, der hat die genormelt vorher. Stimmt. Stimmt, er hat die genormelt. Okay, also er hat jetzt den multiplen Bounce mit Robin. Wir gehen mal Druidsworm suchen. Ja gut, der kann ja nur bouncen, wenn wir special sind. Wenn wir es einfach angreifen, dann kann der nichts machen. Ja. Im Moment. Then target one of those special summoned monsters. Das heißt... Ja, also, was dürfen wir jetzt? Wir dürfen das Ding nicht zielen, ne? Sagt, glaube ich, eins der Materialien, die drunter klemmen. So, das ist egal. Das genau, keine Attack. Warte. Was sagt Barrel Canary? 200 Attack. Ein Control Cannot Switch. Also, jetzt Control Cannot Switch. Okay, whatever, wir haben kein Talents. Ja. Okay, wir zielen es nicht. Und der macht nichts. Also, wenn wir es einfach angreifen, wenn wir noch eine Battle Phase haben. Risk it for the biscuit, dann? Ja, Angriff. Ja, okay, boom. Weil mit F-Zero alleine kommen wir, sollten wir eigentlich klarkommen. Ja. Weil wir haben ja hier Freezing Curse. Das ist natürlich viel zu einfach, wenn das einfach funktioniert, aber ich meine... Ah.
Ich, Okay, krieg ein Adback, das ist egal. Ja, more power to you. Ja. Das war... So, jetzt ist die Frage, wir könnten Battleface bleiben. Okay, wir hätten Battleface bleiben können, theoretisch. Immer noch in der Battleface-Lampe für Geri. Geri hit in F0, geht kaputt und dann triggert er im Graveyard und darf eine Karte auf dem Feld kaputt machen. Okay, ja, ich schätze, das wäre gegangen, aber ich glaube einfach durchziehen und dann mit Freezing Curse. Gegen was besonders immun? Can be destroyed by Battle or Card Effects? Ja. Was macht Geri? Sendet er auf den Friedhof oder zerstört er? Der zerstört. Ja, dann soviel zu dem Thema. Lewis Worm würde. Aber ich glaube, der hat jetzt kein Target mehr dafür im Deck. Amgrave. Nee, aber wenn der hier weg ist, hat er eins. Aber ich würde einfach durchziehen, sobald der negieren will, machen wir Freezing Curse. Das können wir ja, oder? Ja. Ja. Ja, das Problem ist halt, wenn wir jetzt Slumber machen. Ja, das wobei, wenn der durchkommt. Ja, wir wollen sowieso den Tree wegwerfen, ne? Ja. Ja, ja also. Okay, dann machen wir jetzt mal Slumber. Erstens das und zweitens kann der. Ja, nur Monster-Effekte negieren. Oder? Ja, nee, mir ging es darum, wenn er Hugen negiert, dann müssen wir Freezing Curse machen. Ja, das war Plan. Und dann haben wir keinen Runic-Spell mehr, um in unserem Zuge noch die Fountain zu triggern. Das ist das, was mich daran etwas stört. Ja, gut, wir hätten auch aber ich sehe ein, dass es nicht anders geht. Ja, gut, wir hätten auch jetzt Cricket machen können, theoretisch. Nein, der Effekt ist wichtiger, glaube ich. Ja, glaube ich auch, deswegen. Lieber also so. Tschüss, Sacred Tree. Vor allem jetzt sieht er, dass wir Sacred Tree abgeschmissen haben. Jetzt kriegt er erst recht Bammel. Du musst ja auch überlegen, dass er aktuell den größten Stock kontrolliert. Das heißt, Cricket geht gerade für 2. Also die wollen wir wirklich haben. Das ist ärgerlich, lässt sich jetzt aber gerade nicht verhindern. Nee, aber Drusum ist jetzt live immerhin. Ja. Aber ich meine, er weiß nicht, dass wir schon die Cricket haben, insofern. So, aber jetzt hat er natürlich durchgelassen, weil er Angst vor der Cricket hat. Also jetzt können wir den hier legen und ziehen dann, wenn Freezing Curse kommt. Ja, genau. Dann machen wir jetzt Fountain, Freezing Curse auf seinen Dude. Ich meine, wir können ihn auch reaktiv machen, den Freezing Curse. Ja. Ja, macht Sinn, weil... Falls wir nicht kaputt kriegen, sondern Material aus und kann keine Karte mehr ziehen. Ja, auf jeden Fall. Da kann ich immer noch nicht durch Karten zerstört werden. Und wenn das da unten Dave ist oder so, dann... Ne? Dann haben wir Freezing Curse gewastet. Genau. Wobei jeder vernünftig denkende Mensch würde jetzt F0 machen und dann respawn so Freezing Curse Dave umdrehen. Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Wieso dürfen wir das? Ich denke, wir holen Camellia Sunflower. Sunflower natürlich. Jetzt kann er es mal kreuzweise mit seinem F0. Ich meine, die Sunflower kann den F0 nicht zerstören, aber... Ja, aber negieren kann sie ihn trotzdem. Ja, eben. So, nächster Baum, bitte. Was will der mit F0? Will der sich den Effekt fürs nächste Duell aufheben? Oder hat er vergessen, dass wir zwei Monster holen dürfen? Ich glaube, dass wir zwei Monster holen dürfen. Ja. Also, wir könnten jetzt Sunflower machen. Das wäre das Offensichtliche, ne? Ja, weil dann kriegen wir auch erstens den Mill von Camellia und zweitens... Freezing Curse. Ich glaube, wir fast Sunflower machen, ja, weil Freezing Curse. Vor allem ist ja gleich die Kamelie eh weg, wenn wir die wegsynchronen. Ja, und wenn er jetzt irgendwas gegen Sunflower hat, wenn die Verdeckte zum Bleistift eine Imperm ist. Natürlich das Blessing. Zum Glück nur ein Blessing. Ja. Zwei Blessing wäre hochgradig tragisch gewesen. Ja, das wäre ein bisschen kacke gewesen. Okay, dann Baum für Blessing, I guess. Mhm. Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt Stardust Charge an Beatrice. Klingt nach dem Plan. Weil Freezing Curse für Summon zu benutzen, wäre meines Erachtens nach jetzt schon ein bisschen arg greedy. Das dagegen? Hi! Dann können wir eine Karte ziehen. Wir haben es ja nur einen Runic-Spell im Friedhof, ne? Dann suchen wir es mal einfach nur, würde ich sagen.
Ich würde sagen, wir suchen Destruction und ballern auf die Verdeckte. Ja, das macht am meisten Sinn. Ich habe vergessen, wie man redet. Oder macht es Sinn, auf die Offene zu ballern? Ich meine, der kann halt damit Karten ziehen. Das ist potenziell immer nervig. Ja, aber die Chance, dass der jetzt nochmal an ein Xyz-Monster mit drei Materialien rankommt, ist gar nicht so hoch. Das ist die andere Geschichte. Ich würde wahrscheinlich Destruction holen und auf die Verdeckte ballern, weil Du. natürlich kann das ein Brick sein, aber ich meine, wenn das zum Beispiel Talents So, ist, nein, was er noch nicht. bluffmäßig Dann gesetzt hat, ist es weg. dann hätte ich es lieber jetzt weg. Anders Ja. ist jetzt ein Talent, ist, warum hat er nicht im letzten Zug benutzt? True, Talents wird es nicht sein. Wenn das jetzt Cosmic ist, okay, Cosmic ist der eine Punish. Du hast es jinxen müssen. Ich hab's in die jinxen müssen, das tut mir sehr leid. Wer spielt denn Cosmic Main? Fuck, okay. Okay. Ugin ist once per turn, der Effekt, ne? Nö. Nö. Aber ich will Freezing Curse nicht benutzen. Ja, müssen wir bis zum nächsten Zug warten für Slumber. Ja, dann würde ich jetzt sagen, bauen wir die Beatrice, wie es. Wir könnten theoretisch auch Unicore bauen. Unicorn Hat wird der ihn ein ha Erdemonster im Grave? Gebanished ist auf jeden Fall eins. Nee, im Grave nicht. Dann würde ich let. Was soll mit Beatrice? Die wird ihn halt los. Weil das ist nicht kein. Unicorn wird ihn halt los. Aber dann Ja, für Minus unendlich. müssen wir aber eine Karte loswerden, die wir eigentlich alle behalten wollen. Ja. Beatrice kann Grave-Setup machen mit den Ishizus. Ja, lass Beatrice bauen. Da kann die einen Kelbeck reintun, dann millen wir nochmal 5. So, set Freezing Curse, go. Also set Freezing Ja, Curse und Blessing. Beatrice würde ich schon erstmal noch aktivieren. Achso, ja klar. Klein, da ist ja nichts dran. So, dass wir wieder ein Dark Monster am Friedhof haben. Er zwar eine Crow, aber sicher ist sicher. So, wo ist der Kelbeck? Da. Gehen wir für 5 Millionen. Ja, wir können auch Saron hier machen. Das bringt ja auch nichts. Haben wir den nächsten Magdamut. Ah ne, warte, das wird der Friedhof sein. Ich habe Effekte vertauscht, Effekte vertauscht. Ja, Search Target für Baum Tree haben wir keins. Blessing ist auch Stoß. Ich will Ich würde nicht. fast ein ich würd fast einen Mudora oder einen Keldo reinlegen, to be Dann honest. Mudora, weil Keldo ist der bessere Draw. Ja. Dann haben wir den Shuffleback. Genau. Und Okay. dann Set 3 Pass. Zerstörst du eigentlich oder liegst du auf dem Friedhof? Wir sind auf dem Sendet auf dem Friedhof. Okay, Friedhof. das heißt, der Druswurm wird den los. Ja. Dafür könnten wir jetzt theoretisch gehen, halte ich aber für unnötig. Wir müssen ja nicht jetzt machen. Ja, jetzt könnten wir Druidsworm halt noch weglinken. Ach so. Ja gut, ich meine, die Sunflower macht eh nichts. Und es ist nicht so, dass wir mit dem Druswurm irgendeinen Play interrupten können, weil das eine Dark Monster in seinem Friedhof. Ja, da machen wir es jetzt. Ja, dann ist er weg. Und wenn er jetzt selber einen Druidsworm hat. Okay, hat er nicht. Aber wenn er jetzt selber einen Druidswurm gehabt hätte, dann wären wir den wenigstens los gewesen. Richtig. Oh mein Gott, weißt du, was mir gerade eingefallen wäre, was noch viel besser gewesen wäre? Ich höre. Blessing zu zünden, also nicht zu setzen, sondern jetzt zu zünden, Camellia zurückzuholen, Druidswurm und Camellia für Fleur. Und dann triggert Druidswurm und sendet den weg. Das wäre indeed besser gewesen, ja. Pass. Das wäre deutlich besser gewesen. Das Weil dann wäre. hätte Fleur auch noch seine offene Spell kaputt Das wäre hochjagen können. so viel besser gewesen, dass alles zu spät ist. Hi! Hi. Die aktiviert sich. Das ist, glaube ich, legitim. Wir könnten mit Blessing Camellia Wir können zurückholen. erstmal hier die Mole Cricket anketten. Ja, sagen wir mal. Nee, warte, die geht nicht auch nur auf Extra Deck, oder? Ja, die geht nur auf Extra Deck.
Geht Mole Cricket nicht auf Normal oder Special? Nein, das war Kamelie. Ah. Aber die Hohen können wir jetzt nicht zurückholen. Soll er mal. Vor allem, wenn wir Kamelie jetzt zurückholen, haben wir keine Quick-Synchro mehr. Soll der mal. Wenn das Ding, wenn Warbler zielen würde, dann hätte man gesagt, komm. Machen wir Ishizu, aber soll der mal. Ja. Jo, der geht auch was suchen. Das ist okay. Jo. Oder warte, wie viele Lures hat er im Friedhof? Genau 3 Stück. Wir hätten es fisseln lassen können. Das Ding darf auch von der Hand. Oh, never mind. Assemble, okay. Das wird ein Attempt of Choice. Wir machen mehr Mole Cricket. Ja, das auf jeden Fall. Was kommt denn jetzt? Ich weiß es auch nicht. So, Mole Cricket kommt zurück und geht. Und wenn er jetzt in die Battle Phase gehen wollen würde, geht Mole Cricket raus für Kamelienangriff. So, dann noch nicht. Wie hängt sich das Material dran, ne? Ja, sure, Buddy. Ja, gönn dir. So, es kann eine Karte ziehen. Jo. Mhm. Jo. So. Ja, dann geht Cricket mal raus. Für Kamelien-Attack. So, ja. Nichts an Ketten, bitte. Ach, scheiße, die Beatrice liegt nicht in Attack. Die Beatrice liegt ja nicht in Attack. Nee, die liegt in Def. Wie das jetzt? Grab, dann hätten wir gerade eben doch zurückschaffeln müssen. Bevor er equippen kann vom Grave. Weil jetzt kann er Zeus mit 4 Materialien bauen. Ich hatte irgendwie übersehen, dass wir ja kein. Warte, kann Beatrice irgendwas reinlegen, was uns hier hilft? Kann man rausfinden. Jewelswürm muss vom Feld auf den Friedhof gelegt werden, also der schon mal nicht. Und die kann eh nicht getargetet werden. Ja. Ich meine, ich glaube, wir könnten uns von dem Zeus sogar fast erholen, wenn wir jetzt noch einen Keldo reinlegen, um mehr Karten zurücklegen zu können. Ich würde an der Stelle fast einen Kellback reinlegen für einen Random Mill. Oder? Ja. Können wir versuchen? Also zusammen mit der Cricket, ich meine, durch den Freezing Curse werden wir ihn ja dazu forcen, beide Zeusschütze zu benutzen. Ja. So, und zusammen mit dem Zurückmischen, das waren nur Runic Spells, oder? Ja, und der zweite Field Spell. Fick die Henne! Ja, deswegen wollte ich einfach den zweiten Zurückschaffel machen. Wollte ich gerade sagen, haben wir dann genug, um eigentlich wieder aufstehen zu können? Weil die Cricket ja 2 Monster holen kann. Warte, ja, weil wir zurückmischen können. Ja, wir hätten einfach den Keldo reintun sollen. Der Mill war richtig scheiße jetzt.
Ich meine, es war von vornherein verkackt, weil wir das Flurplay nicht gemacht haben. Ja, Moment, wir sind noch. Wir sind hier noch Gucci. Ja, aber es war. Aber wir sind unnötig schlechter, als wir hätten sein können. Okay, pass auf, folgendes Play. Wir machen jetzt gleich Blessing. Blessing geht Blessing nur in der Main Phase? Nö. Okay, wir machen Blessing, wir holen Sunflower zurück. So. Und dann haben wir zwei Negates für Zeus. Okay, hätten wir nicht warten sollen, bis er mit den Angriffen durch ist, bevor wir das machen? Ich dachte, der hat schon den dritten Angriff deklariert. Ja, er hat ihn gerade deklariert. Und jetzt holen wir die und dann darf er den redeklären. Nee, weil er hat einen direkten Angriff deklariert. Oder? Ja, kann man da nicht redeklären? Unsicher. Wieso sollte man das nicht redeklären können? Feldposition ändert sich. Feldsituation. Ja. Fuck. Dann müssen wir Slumber benutzen, dass das Ding nicht zerstört werden kann. Hallo, Spiel, könnten wir bitte? Hey, sorry. Wenigstens Banishen war Karten. Ich hatte irgendwie gedacht, dass der dritte Angriff erledigt wäre. Und dann ist jetzt quasi die Idee, er baut den Zeus, wir negieren mit Sunflower, er aktiviert Zeus nochmal. Wir negieren mit Freezing Curse, er normalt Nerval, wir aktivieren den Grave Shuffler und flippen ihm. Können wir ihn die Winged Beast aus dem Grave rausflippen? Wahrscheinlich nicht, ne? Der hat 100 Milliarden. Der hat zu viele in dem Punkt, weil die Xyzmons ja auch alles Winged Beasts sind. So, wir triggern mal. Ja, logisch. Free Stuff. Wir konnten leider nicht warten, weil wenn wir, also wir konnten leider nicht warten auf Main 2, bis er das macht, weil er sonst anketten ja, kann. Ja, klar. Ja gut, bis Main 2 konnten wir schon warten, konnten wir nicht bis auf Summon Zeus warten. Dann hätten wir Ende Battle Phase hätten wir erwarten können. Ja. Das ist ja genau wie Ende Main Phase. Wobei, wenn das so weitergeht, ist der bald out of deck. So, ja. Ach, schon wieder Runic Spells. So. Und er hat auch kein Material mehr, was sagt, er kann nicht getargetet werden. Ach so, stimmt, wir könnten Sunflower nochmal machen. Ach ja, die ist nicht once per turn. Ja. Aber dann ist die Kamelie weg und das wollen wir nicht. Ja. So, und das hier ist nach wie vor bloß der. Ja. Mhm. Unironisch Kamelia? Ja, glaube ich auch, indeed. Deswegen habe ich gerade kurz gewartet. Kamelia ist besser, ja. So, wir haben keine Battleface in diesem Zug. Mhm. Was? Ja, das war zu erwarten. Achso, wir haben nach wie vor Modora. Ja. Ja, aha. Mhm. Also. Ja, Sunflower. Ja. So aktiviert der Effekt sich. Der hat noch ein Search-Target? Anscheinend. Okay. Wenn wir Glück haben, ist es nur ein Fraktor. Ja, den kann er nicht. Also, den muss er gucken, wie er ihn aus der Hand kriegt. Achso, er hat noch einen Keras auf der Hand, ne? Achso, hat er noch einen? Hat er sich den gesucht gehabt? Ist mir gerade gar nicht mehr sicher. Ziemlich sicher hat er den noch. Na, wir werden es ja gleich rausfinden. Ja, hatte er. So, wie viel Blödsinn hat der jetzt noch im Grave? Alles. Ist ja nichts mehr im Deck. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 6, 7, 8, 9. Ja, zu viel. Kein Grund, Motorrad zu wasten. Mhm. Jo. Mhm. Dann hallo. Das Code. Ja. Ja, warte. Ja, warte. Wenn der jetzt Access Code baut, fliegen ihm aber auf erfolgreich ist, haben wir die Link Monster aus dem Grave. Das Link Monster. Ja. Das eine, was er hat. Was übrigens Erde ist, halt mir gerade auf. Ah, nee, er baut einfach halt oben. Ja. Auf, hat er. Oben. Ja. Das macht deutlich mehr Sinn. Was konnte Ruga nochmal? Ah ja, Debuff. Ja, whatever. Ja, Battleface ist durch. Okay. Ja. Ja klar, außer am gefährlichsten. Sure. Was mischen wir was rein? Ja. Ja, müssen wir. Wir müssen Target für die Cricket. Wir haben keine Kamelie mehr, glaube ich. True. Also jetzt stärkste Monster. Wir können jetzt einfach Kamelie und Sunflower reinlegen. Ja. Das Endphase, heißt, wir legen. Endphase warten können. So, also wir legen Kamelie. Ja, und Fieldspell. Nee, Fieldspell können wir zurückholen. Stimmt, den können wir zurückholen. Eri hat einen Effekt. Ja, stimmt. Haben wir noch Trees? Ja, haben wir noch. Dann legen wir noch ein Blessing rein. Dann Blessing, ja. Da. Hype. Ja, dann normal Cricket. Activate. Ja. Oder? Ja, schon. Wenn jetzt eins der beiden wegfliegt, ist halt unlucky. Nee, wieder zwei Runic Spells. Oh, wir hatten noch eine Kamera. Ja, sind ja auch genug im Deck. So, ja. Oh, wir haben. Du meintest wohl, wir haben noch einen Baum im Deck. Ich hab keine drei Bäume im Friedhof gesehen. Ist einer gebanished? Ja, Crow. Ganz am Anfang. Okay. Wie machen wir es dann? Also wir können nicht angreifen. Der Keldo auf der Hand macht nichts. Den in den Unicorn reinzuwerfen, wäre jetzt kein Weltuntergang. Coral Drake wäre ebenfalls eine Option. Vielleicht ein bisschen unfallfreier. Aber Coral Drake ist leider auch ein Empfänger. Also wir können Coral Drake nicht in Fleur extenden. Aber können wir so und so nicht, weil wir keinen Runic Spell haben. Ja, wir hätten den Stardust Charge zurückschaffeln müssen. Ja, oder halt gerade eben einen Baum. Ah, ich hab den gebanischten Baum vergessen. Das ist mein Fehler gewesen. Okay, dann Coral Drake. Mangels Alternative. Nein. Dugaris. Und wenn der nichts Gescheites findet, geben wir ein Unicorn. Das ist ein Argument. Weil Coral Drake würde ihn eine Karte suchen lassen. Das muss ja nicht sein. Okay, dann Coral Drake. Gorodex Aschan Dugaris, bitte ziehen. Wir können auch. Wollen wir was? Die Alternative war was vom Grave Special, ne? Ja. Nee. Du musst. Kriegen wir einen Magnum und einen Druid Swarm zurück. Nee. Nee, das macht ist alles. Sinn, wir ziehen zwei. Ja, wir ziehen einfach zwei.
Oh, Blessing. Da ist ein Blessing. Ja, dann Schuss Modora. Mhm. Okay, mit dem Blessing. Stufe 7 Synchro haben wir keine, oder? Nein, wir gehen jetzt einfach in Unicore und flippen ihm den Omen wieder zurück. Und Mist, Teufel den Keldo weg. Ja. Dann behalten wir die Sunflower, weil dann haben wir mit dem Blessing zusammen noch ein Monster negiert. Richtig. Und Cricket kommt ja eh zurück. Richtig. Bei erstbester Gelegenheit. So. Set. Ich denke Set, oder? Ja. Ja, wir müssen die. Und Battle Phase. Also Skip. Ja. Skip Battle, Attempt Battle, Skip Battle Pass. So, wir haben zwei, wir haben drei Shufflebacks, das heißt, wir können jetzt erst, nee, wir haben nur zwei, weil der Motor schon weg ist. Deswegen folgender Vorschlag, wir mischen direkt zurück, jetzt. Und zwar mischen wir Blessing und Baum zurück. Und wenn wir dann mit dem, dann müssen wir das andere Blessing, um die Kamelie zurückzuholen. Und dann kann er nicht einfach Fractor-Effekt benutzen, weil wir dann wieder den Monster-Negate von der Sunflower haben. Das könnte er dann andererseits am nächsten zum Angreifen zu hindern. Also auf jeden Fall jetzt erstmal. Ich hätte jetzt eigentlich eher andersrum. Ich hätte jetzt erst Blessing aktiviert, geguckt, ob er darauf The Crow oder so einen Scheiß hat und dann überlegt, ob wir ein Shuffleback machen wollen. Ja, stimmt. So macht es mehr Sinn vom Chain her. So. Okay, hat er nicht. So. Können wir ihm Blödsinn aus dem Grave rausflippen oder flippen wir uns Blödsinn wieder in Stack? Wir müssen jetzt Targets für. Ja, wir müssen jetzt erstmal zurück shuffeln. Dass wir Zeug haben. Okay. So, also auf jeden Fall ein Baum, ein Blessing. Ja. So, und jetzt noch vielleicht noch was von ihm. Ist hier irgendwas, was der nicht mehr braucht? Er hat nicht mehr so viel. Das meiste, was er da im Grave hat, kann da gerne bleiben. Ja gut, er hat wie viel Material? Er hat doch 3, 4, 5. 6, 7, 8. Genug. Er hat gerade so zu viel, weil wir nur 4 wegmischen können maximal. Dann eher noch was von uns, oder? Ja, vielleicht den Stardust Charge? Oder? Vielleicht. Nee. Eine Kamelie? Wir haben noch nicht getargetet, ne? Er hat nur meine Kamelie zurück. Ja. So, und den anderen behalten wir Effekt. Den Keldo-Effekt behalten wir mal noch. Ja, Blessing zielt übrigens nicht. Von daher. Ja. Das kann gar nicht schief gehen. So. Also nichts natürlich nichts dran anzugreifen, aber dann ist das zumindest mal weg. Mhm. Das ist nach wie vor nur der. Ja. So, ja, er greift an. Mhm. Aber die Sache ist jetzt, sobald er was specialt, kann die Kamele die Sunflower zurückholen. Ja. Hat das falsche Target angegriffen. So, er aktiviert sich. Und linkt. Also Pseudo-Link. Er hat die Frage, ob er wieder für Omen geht. Ja, er geht direkt für Omen. So. Jo. Mhm. Das aktiviert mal ein paar Effekte, bitte. Mhm. Und nach wie vor nur der. Ja. Mhm. Schade, dass Omen nicht targetet. Und jetzt trotzdem Sunflower zurück, dann muss er die wegräumen. Ja, dann kann er die Kamelie nicht auf dem Feld lassen. Dann muss er die Kamelie auf dem Feld lassen. So ist ja egal, welche Position sie in der Main Phase 2. Ja, genau. So, jetzt liegt die Kamelie nämlich noch.
Und im nächsten Zug dürfen wir wieder angreifen. Das ist nur die Kamelie im Deck, also lohnt sich nicht, die Cricket zu machen. Nee, wir gehen, wir passen. Ja, jetzt hat er nämlich kein Search-Target mehr, weil sonst hätte er das beides wieder weggelinkt in irgendwas. Mhm. So. Wir skippen natürlich Drawface, weil... Ja, Lugaris. Offensichtlich. So, das heißt, wir gehen jetzt mit Cricket und Unicorn, Access Code und machen mal Boom. Was sieht irgendwas, wenn er kaputt geht? Ja, der sagt, darf versuchen. Herzlichen Glückwunsch. Ja gut, der hat kein Target mehr. Ja. Ja gut, dann Access Code. Ja. Mit Cricket natürlich, weil die zurückkommt. Abgesehen davon ist es dann einfach Game, weil 5-3 und 1-4 ist zufälligerweise genau 6-7. Haben wir zwei Linkmonster mit verschiedenen Attributen im Friedhof? Ah ja, außer und Unicorn. Ich meine, wir hätten sowieso noch Blessing, also. Ja. Was? Die Außer wurde gebanished. Die hat er gebanished mit Omen. Mhm. So. Er hat doch noch ein Search-Target. Oh, ja gut. Gönne er sich. Mhm. Okay. Kriegen wir den irgendwie kaputt? Ja klar, wenn wir jetzt einfach die nächste Kamelie reicht nicht. Das sind 500 Schaden zu wenig. Können wir irgendwas zurückholen, was uns jetzt den Kill bringt? Haben wir Kamelien in dem Zug schon aktiviert? Nee. Ah, das heißt, Cricket holt die nächste Kamelie. Wir holen Cricket zurück, aber Cricket null Attack. Achso, dann gehen wir Nutbeast. Ja, das klappt. Mhm. Also ich glaube, wir haben noch eine Kamelie im Deck. Dann müssen wir aber jetzt erstmal shuffeln gehen, oder? Gut, sonst kann die Cricket sich nicht aktivieren. Dann haben wir auf jeden Fall eine. Ja gut, wieso? Wir müssen noch eine Kamelie im Deck haben. Ja. Ich meine, wir können sie ja holen, wenn wir sie nicht aktivieren können, können wir doch noch shuffeln. Das ist ja kein Unsummon-Effekt. Kamelie sehr wohl. Achso, ich hätte jetzt Kamelie zurückgeholt für Baum, für Blessing, für dann zurückholen. Ist das nicht ein bisschen umständlich? Ja, so geht's auch, ja. So, ja, wir können sie aktivieren. Ja, wir haben noch eine Kamelie. Ja, genau. Das heißt, wir holen die Kamelie mit Kamelie-Effekt und gehen dann mit einer der Kamelien, der Cricket in Nacht biest. Ja, Kamelie hat ja noch den Ich-werd-gar-nicht-wegtributed-Effekt. Wartet, wenn wir das machen, riskieren wir, dass eine Kamelie im Friedhof landet. Schaffen wir lieber. Ja. Kein Risiko eingehen. Also, Baum, Blessing, Kamelie. Ja. So. Technisch gesehen wäre das Play gewesen, in Response darauf jetzt wegzutributen. Weil jetzt können die Karten, die wir gerade wieder reingemischt haben, beim Millen im Grave landen. Wenn wir das in Response gemacht hätten, hätten sie nicht im Grave landen können. Ja, aber dann wären die Karten noch nicht im Deck gewesen und hätten sie specialen können. Ja, eine Kamelie hatten wir ja noch im Deck. Ja, aber wir haben es ja gemacht, damit wir nicht riskieren, die eine Kamelie zu millen mit dem Effekt jetzt. Ach ja, ja, ja. Hm. So riskieren wir jetzt halt, den Baum zu treffen. Wollen wir doch. Den da. Den wollen wir doch treffen. Ja. Ja, es ist das den wollen wir doch treffen, das ist doch gut. Na, und noch Mudora, noch besser. Da wollen wir die jetzt aber nicht aktivieren, weil die müsste das Blessing reinlegen. Ja, die machen wir jetzt nicht. So, nein, kein Mudora bitte. Blessing. So, Nutbeast. Angriff tot. Ja. Dann kommt auch noch Cricket zurück oder sowas, ne? Ja. Also die macht nichts, weil die keine Attack hat, aber might as well. Aber for the record, sie kommt zurück. Ja. Wir könnten jetzt sogar noch in... Nee, was ist das? Wir gehen jetzt noch in Fleur und holen dann Nutbeast mit Blessing zurück. Also wir müssen noch nicht mal, aber wir machen es einfach, weil wir es können. Mhm.
Jetzt kompensieren wir dafür, dass wir vorhin so hart verkackt haben. So, jetzt haben wir die Gates, dann nichts mehr schief gehen. So, das ist ja, Kill. So, Battleface. Und wir haben immer noch das Blessing. Clean 8000 mit einem Flurry Gate auf dem Feld. Easy go, easy game. Ja. Wir hätten es deutlich einfacher haben können, wenn wir das vorhin mit Flur gemacht hätten, aber so geht's auch. I guess. Mhm. Es ist halt so witzig, wie Kameli diese ultraschlechten Naturia-Effekte auf einmal gut macht. Mhm. Okay, 40 Minuten Game 1. Weiter geht's. Okay. Also wir spielen gegen Lyra das Stripe. Keine Bürstiels. Nee, weil der hat alle raus. Kaum Attribute dafür. Wir spielen Gamma Driver. Agido Harald. Hätte ich jetzt gesagt. Ja. Weil den Lightning Storm, der ist okay. Ich überlege gerade, ob es ein. Nee, nicht, wenn wir Go Second gehen. Wenn wir First gehen, hätte man sich Zombie-Welt überlegen können. Weil alle seine Effekte basieren auf Typen. Wenn der Zombie-Welt nicht wegkriegt, ist er straight tot. Dann würde ich so shippen. Ich meine, er hat Backrow-Hate, das wissen wir. Ja. Cosmic Main, ey. Ich glaube echt, das hakt. Oh, da ist der Gamma und der Harald. Und der Harald hat doch das perfekte Discard-Target. Das ist ein ziemlich gutes Blatt. Alter, ist das eine sahnige Hand. Das ist ein ziemlich gutes. Das ist das Blatt, das funktioniert. Das macht das für gestern auf jeden Fall wett. So, das natürlich. Den Fraktal darf er natürlich gerne haben. Ja, wenn, dann tun wir Nerval negieren. Wenn wir überhaupt was negieren. An dem Punkt. Oder Kit. Jo. Nee, den darf er mal haben. Ja, Kit ist okay. Da wir Negate uns zerstört haben und nicht nur Ash, gibt es keinen Grund, hier den Nerval oder so zu negieren. Richtig. Er soll die Karten jetzt schön holen und dann aus dem Friedhof banishen und dann wird negiert. So, Special Summon aus der Hand. Nicht? Vielleicht dachte er nicht, dass er so weit kommt. Ah, Normal Summon. Okay. Ja, dann Harald. Gamma. Sicher? Nicht erstmal Harald? Nein, Gamma, weil vielleicht benutzen wir später einen Zug Kelbeck. Das ist ein Argument. Denn den hat er hoffentlich jetzt nicht gebraucht. Hat er nicht, nein. Aber ich habe jetzt angenommen, dass er keinen Warpler auf der Hand hat, weil sonst hätte er damit angefangen, weil wenn der Keras resolved und eine Impem oder so frisst, kann er Warpler nicht mehr machen, deswegen dachte ich eigentlich nicht, dass er das macht. Aber er hat kein Target für Warpler. Oh, aber 3 okay. Cent. Da wird sowas von Cosmic dabei sein. Ja, da spielen wir jetzt einfach mal nicht rein. Hi! Ja, grüße er sich! Ja, das... Boah, hat er. Ja, dann haben wir halt keinen Blessing. Das hätten wir wahrscheinlich nicht in den Zug benutzt, sondern erst im nächsten. Ja, hat er. Wir spielen keinen Zeus, sonst hätte ich jetzt gesagt, lass Respawns. Okay, dann passt wohl, schätze ich. Ich meine, er hat ja nichts. Set Blessing, Set Fountain, go. Ja. Q sein Cosmic Cyclen, wenn das die letzte Karte ist, meinetwegen. Wir tun das jetzt mal. Ja, das werden wir auch im nächsten Zug. Wir haben keinen Stress, Kumpel. Ich sehe dein Board. Ihr habt Glück beim Topdecken, Kollege, ne? Ja. Also. Also, er kann was topdecken. Wenn er mag. Ja, also. Das soll er mal. Ah, Revolt. Das ist gut. Das ist gut.
Ja, soll ich alle drei benutzen, oder? Also, das ist gut im Sinne von, das war die bestmögliche Karte, die er als letzte Karte hätte haben können, mit großem Abstand. Mhm. Weil jetzt hat er Follow-up und Banish. Wir müssen das negieren. Ja. Weil jetzt hat er gerade noch nichts gebanished. Das heißt, Omen darf gerade noch nichts suchen. Was? Featherstorm. Game 2, Game 3, Game 3, Featherstorm. Ja. Der war Game 3. Ja, Featherstorm. So, aber wir gehen first. Okay, wir nehmen Banshee und die zwei Zombie-Welt. Außerdem. Hier, Backrow hält, weil er hat gesehen, er hat Backrow, das wissen wir jetzt ja. Wobei. Ich würde nur Dave. Nur Dave und dann Gamma raus. Und so würde ich es spielen. Jo. Ja, letzte Karte, Hardtron Revolt, ist halt unlucky. Das funktioniert. Also funktioniert vielleicht weg in seiner Hand nicht, aber... Einmal ist ein zweimal das gleiche, das ist nicht gut. Ich überlege gerade. Wir könnten Destruction für Summon Geri, Normal Callback, Baguska, Activate Zombie World, Go. Ich sehe die. Ja. Ich glaube, das machen wir. Das machen wir. Warte, gibt es überhaupt einen Grund für Zombie-Welt? Weil wenn er Cosmic Cyclone hat... Wir können es auch stecken lassen. Ich meine, alle seine Effekte, die auf Typen abzielen, sind Monster-Effekte. Cool. Oder? Ja, aber so kann er dann nicht mal vernünftig Link-Monster bauen. Also die kleinen Link-Monster zumindest nicht. Weil die sagen, sie brauchen... Ja, stimmt. Ja, okay. Weil auf der Hand kann er trotzdem Effekte noch benutzen. Ja, genau. Ja. Er könnte halt Warpler haben und dann was normeln und dann Fairy Jet, dann da Fairy Jet was aus der Hand specialen und dann geht das relativ schnell mit Ex. Ja. Go. Ich hoffe, er wollte auch nicht spielen. Mhm. Wir returnen hier mal den Favor. Ja. Jo, das klar, ist okay. Kollege. Der darf gerne Nerval und so dann aktivieren. Ja, auf der Hand und im Friedhof hat er Effekte benutzen, wie er lustig ist. Und die meisten Effekte, die wir benutzen, soweit ich weiß, zielen darauf ab, dass sie Earth sind. Nicht darauf, dass sie Fairies oder Beasts oder was auch immer sind. Wir haben ein paar Effekte, die sagen Earth Fairy, aber das ist, die sind alle auf der Hand. Ja, Agido ist das Einzige, was jetzt nicht mehr funktioniert. Ja, Baum auf dem Feld, der funktioniert auch nicht mehr. True. Weil wir nichts mehr wegtributen können dafür. Aber ja, er hätte relativ easy Access Code. Also jetzt fehlt ihm halt die Special von Fairy Jet und das reicht hoffentlich, dass er nicht in Access Code gehen kann. Weil so muss er halt jetzt schon arges Minus gehen, wenn er jetzt Baguska aufräumen will. Und vor allem, wenn er jetzt hartes Minus geht, nur um Baguska aufzuräumen, dann ist er Minus gegangen. Access Code alleine killt uns nicht. Der macht nichts. Nee. Ich meine, gut, er ist ein Stock zum Linken. Er kann ihn zum ist ein Link vorder. Das funktioniert. Ja. Aber den darf er erstens nicht aktivieren, erstens darf er ihn nicht aktivieren, weil Baguska liegt und zweitens darf er ihn nicht aktivieren, weil Zombie-Welt liegt. Weil ja, stimmt. Beast Warrior oder Wing Beast. Ja, stimmt. Das funktioniert auch nicht. Die haben wir nicht. Also, die hat er nicht. Mhm. Und die meisten seiner Link-Monster müssten jetzt eigentlich auch nicht mehr gehen. Ferriget zumindest nicht.
wichtig. Ja. Ferryjet geht auf jeden Fall nicht. Genau, und Ferryjet ist halt, wie gesagt, der wichtige Extender, weil der könnte halt, weil sonst hätte er halt jetzt Keras Discard irgendwas, Ferryjet Special was und dann. Mhm. Weil Ferryjet specialt ja Beast, Winged Beast oder Beast Warrior aus der Hand und in der Hand sind sie es ja nach wie vor. Dings kann er bauen, theoretisch. Bierbrum, weil Bierbrum braucht zwei Tribal. Plan B ist eine. Ja, ja, durchaus. Plan B ist indeed eine Karte. Nach der Aktion, nach der Aktion Fochen kannst du dich ja wohl kaum beschweren. Plan B ist in fact eine Karte. Das Problem ist halt, wir kommen Stand jetzt auch immer noch nicht weiter. Nee, also jein. Wir können, wenn jetzt nichts runtersetzt wird, theoretisch, Field Spell, Destruction, C2 machen. Ja. Aber Stand jetzt würde ich, glaube ich, mich lieber noch einen Zug hinter Plan B chillen. Ich würde erstmal. Er überlegt wahrscheinlich gerade, ob er für hartes Minus. Weil er könnte theoretisch Rugal bauen und drüber rennen. Ne? Ja. Das würde auch gehen, aber es ist, wie du gesagt hast, hartes Minus. Ja, dann benutzt er nochmal zwei Hand. Hi. Hi. Ja, aber Guska aktiviert sich, dagegen können wir nichts machen. Nee. Okay, mit dem Blatt ist wahrscheinlich chillen die bessere Ansage. Also wir könnten jetzt theoretisch Hugen für Summon machen, Hugen Discard Agido für Special, für Mill 5 und dann reinlegen. Also, wenn wir was Richtiges erwischen, wird's gut. Es hängt davon ab, von den Mills ab. Das Problem ist halt, im nächsten Zug ist mit einer einfachen Normal Summon die Baguska weg. Ist auch wieder wahr. Dann machen wir's lieber jetzt. Ja, dann brechen wir jetzt hier unsere Zombie-Welt. Ja. Also, die müssen wir ja brechen. Wenn ich meine, der hat ja keinen Cosmic, das wissen wir ja. Ja, wir haben keine Battleface, ne? Nein, wir haben keine Battleface. Nee, weil wir im letzten Zug schon Destruction benutzt haben. Dann so. Hugen haben wir gesagt, ne? Ja. Ja. Schade, dass er Fieldspell zuerst trägt und wir nicht warten können, was wir mit Agido millen. So. Dann. Das ist wichtiger, glaube ich. Ja. Verstehe das gar nicht. Ich finde Runic absolut großartig. Ja, und wir wissen jetzt auch, dass das Programm keine automatische Enter-Taste setzt. Das hat hier seitlich aufgehört. Ja. War ich aber auch nicht von ausgegangen. Hi! Ja, das ist gut. Das ist decent. Der hat sogar den größten Stock. Hat er in die... Ah, ja, gut. Ja, den Nerval hat er. Das Risiko bestand, dass er das trifft. Wir haben einen Baum erwischt, also kein... Wir kriegen auch einen Search, genau. Was haben wir denn noch so alles erwischt? Kann man gleich gucken. Blessing jetzt erstmal. Oh, ich dachte gerade schon, du hast den Graveyard aufgemacht und wir haben beide Blessing. Oh, ich hatte gerade kurz ein Herz, passbar. Wenn das die Mills gewesen wäre, dann hätte ich aber irgendwas aus dem Fenster geschmissen. Alter, ich hatte gerade so ein Herz, Kaspar. Nee, wir haben einen Baum. Okay, wir haben eine zweite Zombie-Welt. Und ein paar Runic-Spells erwischt. Blöde Frage, ziehen wir jetzt drei oder ziehen wir später drei? Wir haben doch gerade eben zwei gezogen. Ja und? Wir können Fountain über Fountain aktivieren. Fountain ist nicht hard for uns per Turn. Achso, das meintest du. Also wir aktivieren jetzt auf jeden Fall Fountain über Fountain, würde ich sagen. Nee, das machen wir nur, wenn wir jetzt noch zwei ziehen, wenn wir jetzt noch drei ziehen wollen. Wir werden den Slammer noch aktivieren für Geri, aber das machen wir später. Jetzt können wir erstmal Cricket resolven, würde ich sagen. Geri ist hier, falls du es vergessen hast. Haben wir nicht einen zweiten? Nein, wir haben zwei Hugins. Okay, wir versuchen jetzt trotzdem erstmal Mole Cricket zu resolven. Genau. So, für Chameleon Sunflower bitte. Mhm.
So, das schon mal resolved, das ist ja schon mal ein guter Anfang. So, nächster Baum, nächstes Blessing. Ja. So, Stardust Charge mit Hugin. Also, was wir machen können, wir können, wenn wir den Baguska weglinken, können wir mit, ich glaube, wir haben den Keldo im Friedhof. Nee, haben wir nicht. Okay, falsch im Kopf gehabt. Dann nevermind. Weil da hätte man den zurücklegen können, das war meine Idee, dass wir den Geri zurücklegen. Okay, wie machen wir es jetzt? Also, wir können da das Charge holen, eine Karte ziehen. Wir können auch alternativ in Coral Dragon gehen. Aber wir haben halt keinen Geri mehr, mit dem wir dann synchronen können. Deswegen Stardust Charge, hol Kamelie zurück. Fleur macht, glaube ich, am meisten Sinn. Ja. Ja, machen wir das. Aha. So, mit Hugin. Logisch, weil der muss aus der Extra-Monster-Zone raus. Oh. Mhm, hi. Mhm. So. So. Ja, dann Blessing Camellia. Und dann würde ich sogar glatt für Chenying gehen. To be completely honest. Okay. Ja. Okay, Camellia. Aha. Chenying. Ja, Chenying. So, dann gehen wir Fountain über Fountain. Und ziehen drei Karten. Und machen Slumber. Nee. Nee. Flashing Fire für Alpha kaputt. Genau. Dadurch wurden Karten gebanished und der hier triggert. Richtig. So, ja. So, dann hätten wir gerne Chaining 1 das, Chaining 2 das andere. So, du. Slumber brauchen wir nicht, die anderen schon. Genau, du. So, ja. Mhm. Dann tschüss, so. Fractal. Genau. Und tschüss. Die Lurelusk. Ja, weil mit denen macht er am meisten. Weil die, wenn da specialt, dann darf die was suchen. Ja. Muss ja nicht sein. So, da ziehen wir doch mal völlig sinnlos drei Karten. Ja, klar! Ja, setzen das Dave und skippen die Battleface. Ah, ja. Skippen wir. Wir setzen ja. Slumber Blessing Dave, hätte ich gesagt, ja. Oder? Ja, Slumber braucht man nicht unbedingt auf der Hand. Ja, weil wenn wir Lightning Storm kassieren, dann ist den können wir gar nicht kassieren, der hat eine offene Tanky. Ja. Also wir können Feather Duster kassieren, aber... Nee, können wir nicht. Nee, Quatsch, können wir nicht kassieren, der liegt im Grave. Der liegt da, super! Ja. Okay, wir können nichts kassieren. Ich glaube, das wäre sogar seine oberste Karte gewesen. Nee. Oder? Nee, wir haben ja 5 gemillt, das war ja vor dem 5er Mill. Stimmt, das war vom 5er Mill. Das heißt, das war die 4. oder 5. von oben gewesen. Ja, okay, ja, dann Battleface, skip. Oder linken wir dir noch in irgendwas? Nein, wozu? Nee. Er hat nach wie vor, also wir könnten ihm den Alpha aus dem Grave angeln. Das ist kein Quick Effect. Aber wozu? Ich habe lieber die Sunflower auf dem Feld. Eben, da sollten wir Kamelie zurückholen und sie dann direkt live. Genau. Wir können eigentlich Sandbarface direkt Kamelie zurückholen gehen. Eigentlich schon, halt Battleface. Ja. Dann gehen wir Sandbarface sofort Kamelie zurückholen. Oder einfach Drawface. Oder Drawface. Ja. So, kommt darauf irgendwas? Nee. Gibt's irgendwas mit mehr als 700, aber weniger als 1400 Attack von denen? Nicht wirklich. Also ein paar Sachen. Wir können sie in Attack holen. Nee. Wir haben noch einen Baum im Deck, aber wir haben keinen Blessing mehr. Also such mal eine Cricket. Ja. Jetzt haben wir den Krams noch in der Drawface aktiviert, das heißt nichts Talents. Okay. Oh. Was hat er getroffen? Das ist Dave. Ja, dann ketten wir das mal an.
Interessant, dass er nicht auf Fountain geballert hat. Ja, so, welches Monster hat er diesen Zug nicht? Ne, er hat schon zwei Nervals raushalt. Ich glaube fast. Ja, aber der spielt immer drei. Das Deck spielt immer drei Nervals. Sehr gut, hat er keinen Nerval diesen Zug. Dann hat er keinen Nerval diesen Zug, genau. Noch ein Cosmic Cyclone? Nee. Okay. Also kann auch kommen, der andere auf den Field Spell. Ja. Boah, ich frage mich, warum man jetzt die Cosmic Cyclone ankettet. Das ist ein bisschen random. Ja, dann Baum für Camellia oder Cricket. Cricket. Wir haben schon eine Cricket. Achso, ja. Nein. Nee. Wir können ihm gerade nichts Sinnvolles vom Feld banischen. Ja, das lassen wir schön stecken. Ja, ist richtig. Weil wir mit Slumber ja jederzeit was banischen können von ihm. Richtig, deswegen liegt er ja da unten. So. Er hat tatsächlich Camellia, würde ich sagen. Ich würde einfach Camellia angeln. Ja. Ja, die Kamele können wir auf jeden Fall mal triggern. Ja, für Cricket. Ja. Weil, might as well. So, nein. End of Main Phase, will der angreifen? Ich glaube. Hm. Ja, dann. Den Angriff darf der gerne deklarieren, dann kommt Slumber. Jo. Und da wir ja Runix Spells vor Runix Spells im Grave haben, können wir auch direkt ziehen eigentlich. Ja, die Frage ist jetzt gerade, ob wir banishen? Ob wir jetzt Chenying aktivieren. Also ich meine, wir haben nach wie vor Brilliant Flame. Wir können jederzeit nochmal banishen. Und Sunflower, er kann den eh nicht machen. Ich würde es noch bleiben lassen. Aber wie gesagt, wir können nach wie vor on Command banishen. Oh. Solange der hier liegt. Sobald er was specialt. Ach, das ist Flashing Fire, nicht Destruction. Ja, aber solange wir den Sun. Wir haben ja zwei Sunflower Negates. Ja, okay. Okay, jetzt können wir wirklich on Command banishen. Nice. So, der Angriff ist durch, dann darfst du gerne Main 2 gehen, Kollege. Ah, jetzt ist der Angriff durch. Ich hasse Runic. Ich liebe dieses Deck. Aber gut, das kommt aus dem Munde von jemandem, der 2 Jahre lang Sky Striker gespielt hat. Natürlich liebe ich dieses Deck. Ich tatsächlich auch. In der Hinsicht haben wir ähnliche Geschmäcker. Ja, weil es ist halt gefühlt. Okay, nein, eigentlich ist. Also, Runic ist nicht fair, ne? Runic ist nicht mal im Ansatz fair. Nee, es war fair, bis wir Hugen bekommen haben. Es ist halt. Es wird halt dadurch in Check gehalten, dass die Ishizus existieren. Weil, wenn so eine Keldo sagt, du ziehst mal keine 3 Karten, weil du in Respawns alle 3 Targets wieder im Deck hast, wird Runic ganz schnell richtig beschissen. Ja, das Problem ist, dass. Glückwunsch. Runic ist absolut nicht fair, aber es verliert gegen ein anderes Deck, was noch weniger fair ist. Super! Eine Karte. Die Ishizus, also wir können das ja auch machen. Mit Ishizus, dem okay. Gegnerischen Runic, 3 Runics wieder. Ja, aber die gesamte Ishizu-Engine ist ja nicht fair. Nee. Aber deswegen, bevor die Ishizus kamen, also vor Magnificent Mavens, war ja deswegen auch Runic Sprite mit großem Abstand das beste Deck. Weil das einfach nicht fair ist. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, das 3-Ziehen sieht brokener aus, als es ist, weil man nicht unterschätzen darf, wie viel Plus man dadurch einbüßt, dass man nicht über gegnerische Monster drüber rennen kann. Weil das unterschätzt man immer, nachdem man die Negates vom Gegner rausgebaitet hat. Das einfache Battleface, Hit über das da, Hit über das da, Hit über das da, ist plus 3. Ne? 3 Stöcke vom Gegner abzuräumen durch Battleface ist plus 3. Und das hat man nicht. Das ist relevant. Von daher, das Kartenziehen sieht unfairer aus, als es ist. Unfair ist es deswegen trotzdem. Und ich liebe es. Ja, so kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Übrigens, falls irgendjemand ein Bild hat von... Ich habe heute ein Bild von diesem Deck hier gesehen. Also nicht die komplette Liste, sondern nur gesehen, dass es jemand geschafft hat, in dem Deck 2 Karten zu cutten,
und Talents reinzubekommen. Also sprich, der war auf 43 statt 45 mit Talents. Und ich wüsste wahnsinnig gerne, was der gecuttet hat. Wenn da jemand Ideen hat, was man da gecuttet hat, dann gerne in die Kommentare. Ich tippe aktuell auf die schlechten Runics, aber ja. Gut, dann waren das Metamatches mit Naturia Runic. Man sieht sich nächste Woche wieder bei einer Deckbewertung. Bis dahin. Ciao.